Ja, am Arsch. Am Arsch, Alter. Ist mir scheißegal, durch hier. Gar keinen Bock. Och Mensch, so. Jetzt schon. Hoch hier. Safe Bands gibt's hier keine. Absolut keine. Jetzt wären wir wieder hier. Das können wir gegen den dann tun. Die Portale da öffnen. Als ob. Komm, lass uns hier die Türen öffnen. Ach, Trick. Na komm, gemeinsam. Offen rein hier. Am Arsch. Stunden später. Dumm, die dumm, die dumm. Ich mache hier einen kleinen Spaziergang. Ich renne mir einfach durch. Das sehe ich anders. Nö. Lauf hier einfach durch. Komm mit, Sof. Na komm, Sof. Unterwegs, Schwester. Du kannst auf mich zählen. Hilf mir, Schwester. Jetzt mach auf hier. Du rennst jetzt vom Kampfbereich. Ah, Sof ist verwundet. Kann ich loslassen. Wo ist Sof? Wo ist Sof? Bin getroffen, Jess. Kann hier etwas Hilfe gebrauchen. Na komm, hoch hier. Und auf hier. Ach, Kacke. Vielleicht können wir die irgendwie weglenken und dann da rein. Den Großen zum uns weglenken. Weil es ging man nicht hin, so wie wir da geballert werden. So, durch hier. Dann werden wir einmal runtergezogen. Das, ich bin unterwegs. Nach zwei Türen sehe ich das überhaupt nicht ein. Ich habe eine starke Rüstung. Hast du mal ein bisschen Heilung? Auf. Komm, stopp.
weiter so, Soph. Dann kommt mal jemand nach hinten. Dann kommt hier einer mal hinter. Jetzt. Tür öffnen. Na komm, mach auf. Wie groß ist der hier, oder? Ja, toll. Größen müssen wir irgendwie weglocken. Sof. Tür öffnen. Tür öffnen, Sof. Das ist unsere Chance. Im Kampf hier keine Chance. Mach auf. Und weg hier. Wenn sich das Tor öffnet. Sof ist verwundet, na toll. Wo sind die? Na toll. Aufheilen und ruhig rein hier. Hier muss es ein Checkpoint geben. Ihr betretet Bruder 3, das Forschungs- und Entwicklungszentrum des Regimes in Paris. General Luther Brandt hat diesen Turm vor 9 Jahren errichtet. Er wurde erst vor einer Woche mit Hilfe eines Cyberpiloten zerstört, einem gehackten Roboter des Regimes, der andere Roboter manipulieren kann. Maria repariert ihn gerade und vielleicht wird er uns eines Tages wieder von Nutzen sein. Sehr gut. Mädels, Bruder 3 ist ziemlich ramponiert, aber der Hauptcomputer geht immer wieder ans Netz und verschwindet danach wieder. Ich vermute, dass sie ihn irgendwo im Keller stationiert haben. Bahnt euch einen Weg durch den Schutt und ins Innere des zerstörten Turms. Wir machen uns lang. Können wir erst die Maschinensoldaten. Ich renne mal wieder ein bisschen durch. Da müssen wir hin. Also rein dort. Schön, dass das Ruinen sind. Jetzt sind wir offen für alle. Ah,
Gruppe, die Kommandanten. So. Müssen hier rein. Ja. Ein bisschen Munition. Ich hab durch den Schutz. Das sind Beginnen. Ich erinnere daran, dass wir auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielen. Ja, in dieser Szene möchte ich mal besonders daran erinnern, dass das der leichteste Schwierigkeitsgrad ist. Ist das hier. Mich hat's erwischt! Hilf mir, Soph! Das willst du nicht auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad spielen. Vielleicht ist also der wurde Stein 1 und 2 war das mit dem Schnurrchen und leichteste Schwierigkeitsgrad. Den haben wir gerade vor uns hier. Das ist ultra leicht für Anfänger. Blutige Anfänger. Ich wollte nur mal sagen. Wollte ich mal erwähnt haben. Anfängermodus. Nicht normal, den ganz unten. Glaubt er mir nicht? Ja, Schwierigkeit leicht. Haben wir es mal gesehen. Ist da irgendwie hoch? Ich wechsle meine Position! Ach, halt's Maul. Können wir da irgendwie hoch? Munition und rein mit uns. Gemeinsames Leben wäre auch nicht schlecht. Der halbe Turm ist weg, Mann. Gerade wo ich sage. Hier geht's weiter. Geregelt und unter Quarantäne gestellt wurde. Kassette. Ah, ja. Ihr müsst einen Weg finden, das zu umgehen. Schlaf gut!
in die Quarantäne zu gehen. Da kommen wir lang. Aber wie? Hier sind wir doch hin. Oder nicht? Nö, hier waren wir schon. Kriegt man nur durch den Lüftungsschacht oder? Wissenschaftlern, die entgegenkommen. Hey, ihr zwei. Ich habe ein paar Infos über die Forschungen in Bruder 3. Es gibt Hinweise auf hochmoderne Waffen in eurer Nähe. Seht euch ruhig mal ein wenig um. Zwei von denen. Finde ich ja toll. Weniger. Na komm. Müssen wir uns doch ein bisschen durchmetzeln. Jetzt gerade Ruhe hier. Wie kommen wir da rein? Kommen wir von oben vielleicht rein? Das wäre eine Idee. Erstmal hochkommen. Und was sonst? Zeitung.
Wie kommen wir rein da? Durch den Lüftungsschacht oder? Vielleicht von oben. Wow, das sind gute Pausezeiten. Einstündige und 2 Viertelstunden. Wow, okay. Ah, okay, ich sehe was. Elektrokraftwerk. Das sieht diese Grillmaschine sieht perfekt aus. Ah, unsere letzte Waffe. Nisa geladen. Okay, damit schalten wir durch Dinger kurz. Nö. Okay, von hier aus geht's wohl runter. Sehe ich nicht. Okay, in diesen Ruinen ist ein Aufzug noch intakt. Okay. Mir geht's gut, besten. Den zerstörten Turm. Intakte Aufzüge. Ich hinterfrage es einfach mal nicht. Vorbei ist. Wollt ihr dann mit mir zur Kansas City Computer Convention? Machst du Witze? Das wäre der Wahnsinn, Abby. Ja, die Lobby erreicht. Der Aufzug zum Hauptcomputer ist im hinteren Bereich. Achtung, Achtung! Sie befinden sich in einem Siegerhauptbau-Bereich. Es ist daher noch nicht alle. Okay, dann doch. Jetzt kommen wir hier durch. Auf Arena-Kämpfe habe ich mal gar keinen Bock. Scheiße, ich sollte auch mal eine bessere Position suchen. Verdammt. Das dauert zu lange, das Laden von dem. Ich hoffe, es verwundert, verdammt. Finden wir einen Weg hier rein. Die Tür ist zu, Mist! Hätten kurz. 0815. Die Tür ist offen, Schwester. Ach nee. Klasse, Mädels, geschafft. Komm, Sof. Komm, stopp. Ich muss das ein bisschen skippen.
Einsatzbereit, Schwester. Jetzt gibt es wahrscheinlich sowieso einen Bosskampf. Also. Okay, hört zu. Ihr betretet gleich die Forschungsanlage. Der Hauptcomputer erscheint offline zu sein. Das Leben. Würdest du mal? Das haben wir nötig. So, jetzt. Oder auch nicht. Wie wär's mit dem geteilten Leben? Na, dann halt nicht. Gehen wir gleich Game Over, wenn wir hier. Gleich Game Over gehen, das ist deine Schuld, Sof. Wisst ihr jetzt mal? Sehr schön. Das kann auch nicht so leicht gewesen sein. Okay, der Strom ist wieder an. Konzentriert euch auf die Turmkommandanten und holt euch ihre Schlüssel. Dann verschafft ihr Zugriff zum Hauptcomputer. Das glaube ich ja kaum. Kein Bossfight. Dachte ich mir. So, wo sind die Kommandanten? Oh, ist Platz. Okay. Gab's ein Spiel von. Das auch noch irgendwann mal spielen will. Er hat einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Nur noch einen jetzt. Ignoriere den Bossfight. Den Schlüssel. Den Schlüssel. Sehr gut. Verschafft mir jetzt Zugriff zum Hauptcomputer. Bin unterwegs. Eine Kassette. Okay. Wo ist der Hauptcomputer? Den dort. Wird uns wahrscheinlich nicht hinlassen. Na komm. Vielleicht schaffen wir es doch. Na komm. Wieder am Sattel. Für die Jagd. Rein mit dem Schlüssel. Rein mit dem Schlüssel. Schafft. Raus hier. Ziehen wir uns zurück. Ihn. Na komm weg hier. Geht's raus. Und genug gekämpft. Das muss reichen. Achtung, Mädels, das
Regime schickt Suchtrupps zu euch rein. Seid vorsichtig. Dachte ich mir. Teufel, ja. So schnell raus hier. Keine Bewegung, sofort stehen bleiben. Die Mützen musste ich noch mitnehmen. Ich renne hier einfach durch. Und raus sind wir. Noch ein Teil von Lotas Übertragung.